Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Wochenjob. Wir haben mal wieder ein Update erhalten bei Minecraft. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Seit Dienstag sind die Bienchen in unserem Spiel und da wollen wir uns heute auch erstmal damit beschäftigen, bevor wir wie immer in unseren Shop einmal reingucken. So, dann sind wir auch schon im Spiel und wollen uns mal das Update ein bisschen genauer angucken. Wir kennen ja Minecraft, die hauen uns immer nur so ein bisschen vom großen Update immer stückchenweise rein und diesmal ist die Biene reingekommen und alles, was die Biene ringsherum umfasst, ist mit bei. Erstmal zu den neuen Blöcken. Wir haben einmal den Honigblock. Zum Honigblock, er dient als Fallschutz. Ihr kriegt keinen Fallschaden, wenn ihr drauf springt. Zweite Sache bei dem ist, ihr könnt ihn als umgedrehte Leiter nutzen. Und zwar, wenn ihr irgendwie mal von einem Gebäude runterkommen wollt, könnt ihr euch dann einfach hier vorsichtig irgendwie so dran haften. Und dann gleitet ihr so nach unten. Warte mal, kriegen wir das ein bisschen besser hin? So, seht ihr das? Ganz einfach und gemütlich kommt man hier runter. Als nächste Sache haben wir den Honigwabenblock. Der dient eigentlich mehr so als neuer Dekoblock. Ne? Zum Bauen könnt ihr euch ja ausdenken für was. Entweder eine riesige Waffel baut ihr euch oder nimmt sie als Hörnchen, ne, für euer Eis. Wie ihr wollt. So, weiter geht's natürlich mit dem Bienenstock. Heißt hier Bienennest. Der wächst natürlich irgendwo an Bäumchen, wo die Bienchen das den ganzen sich basteln und da ein bisschen auch Honig hinbringen. Da gibt es auch noch einen anderen, und zwar den Bienenstock, ne, also Bienennest und Bienenstock. Ne, den craftet man sich dann aber selber. Diese beiden Blöcke werden von den Bienen natürlich benutzt. Die sammeln da Honig und der Block verändert sich dann auch ein bisschen von der Farbe. Dann könnt ihr da den Honig sammeln. Bei den wilden Bienennestern empfiehlt es sich noch ein Lagerfeuer unten anzuzünden, damit ihr die Bienen ein bisschen einräuchern könnt, wie ihr das natürlich auch im Echt kennt, damit die Bienen ein bisschen ruhiger sind, falls ihr dann natürlich euch den Honig schnappt. Ansonsten werden die doch ein bisschen stinkig, wenn man sich da dann ein bisschen dran bedient, aber naja. Ja, wie angesprochen, denn der Bienenstock, ne, den ihr euch dann selber craftet, wo ihr denn eure Bienen dann auch bei euch zu Hause ein bisschen ansiedeln könnt, ne, um dann immer vor der Haustür ja, gleich ein bisschen Honig abzuzapfen. Danach kommt natürlich die Biene an sich, das neue Tierchen in Minecraft. Die Bienen sind an sich friedlich, aber wenn ihr sie natürlich angreift, dann greifen sie euch an, wie in der echten Natur, ne, von daher. Wir sind ja freundlich gesinnt zur der Biene Maya. Ne, so nennen wir sie mal. Ja, ansonsten haben wir noch zwei neue Items gekriegt. Einmal die Honigwabe. Die Honigwabe erhaltet ihr, wenn ihr die Bienennester abbaut. Und dann gibt es auch noch natürlich das Honigglas. Ne, also an sich normale Glasflaschen, ne, die mit Honig befüllt. Wie kriegt ihr die? Ganz einfach, wenn natürlich die Bienennester, Bienenstöcker voll sind, dann geht ihr da mit einem leeren Glas hin. Klickt darauf und habt ihr dann auf einmal ein volles. Zu guter Letzt gibt es auch noch eine neue Blume. Die Bienen mögen die Blume nicht. Die Blume hat natürlich andere Eigenschaften. Das ist hier unsere Viva-Rose, eine schwarze Rose. Ihr könnt die für Fallen nutzen, für Tränke und pipapo. Sie richtet auch Schaden an, wenn man durchgeht, aber naja. Ich war noch nie so der Blumenfreund, von daher. So, denn noch eine Sache, wie craftet man sich denn die ganzen Sachen? Also das Bienennest an sich, also die wilden natürlichen Bienennester kann man sich leider nicht craften, die kriegt ihr nur im Creative, denn andernfalls könnt ihr euch natürlich die Bienenstöcker craften, da braucht ihr einfach nur 6 Holzblöcke und dann 3, wie hießen die normal, Honigwaben. So, mit der Honigwabe kann man aber noch mehr machen, als sich nur so einen Bienenstock zu basteln. Man kann sich da auch nochmal hier unseren Honigwabenblock basteln, in dem ihr einfach 4 davon habt. Zack, und dann kriegt ihr davon so einen Block. Falls ihr natürlich schon euch ein paar Bienenvölker angesiedelt habt und schon fleißig Honig gesammelt habt, könnt ihr auch hier einfach mal aus 4 Flaschen Honig so einen Honigblock holen. Ne? Auch eine gute Sache. Andernfalls, wenn ihr euch, sage ich mal, nicht solche Blöcke basteln wollt, dann könnt ihr auch einfach eine Honigflasche nehmen und daraus Zucker machen. Falls ihr kein Zuckerrohr-Fan seid, ne, dann macht ihr euch jetzt einfach aus ganz purem Honig normalen Zucker. So, wir denn auch zu den neuen Sachen. Ja. Doch recht übersichtlich. Minecraft füttert uns ja wie immer mit kleinen Stückchen. Ja, andernfalls, ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte ja auch mal so einen Bienenwagen gebaut. Passt jetzt natürlich, jetzt wo die Biene da ist, ne, könnt ihr euch hier eure Bienenstöcke reinbasteln und dann pflanzen noch ein paar Blümchen ringsrum und dann könnt ihr eure Bienen hier züchten ohne Ende. Super ist natürlich auch bei meinem Bienenwagen, dass ihr dann auch von innen drin ganz sicher und einfach hier euch denn hier einfach den Honig abzapfen könnt und hier dann alles weiter verarbeiten könnt. Also, eine Empfehlung ist es wert, sich mal so einzubasteln. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung. Natürlich hier noch ein paar Bilder, wie Bienen natürlich hier in der Wildnis umhergeistern. Sie hüpfen von so Blume zu Blume, sammeln den
Pollen ein, der Blume. Und wenn die irgendwann voll sind, ich hoffe, das kriege ich jetzt hier auch in der Aufnahme zu sehen, fliegen sie denn in die Bienenstöcke rein? So, wollen wir mal gucken. Da, guck, seht ihr, da sind sie voll und blub, sind sie in den Bienenstock drin. Naja, ich beobachte hier noch ein bisschen meine Bienchen, aber ansonsten für dich heißt es, einen kleinen Abstecher noch in den Wochenshop. Mal gucken, ob da noch was dabei ist für uns. Dann wollen wir noch einen Abstecher in den Shop machen, mal gucken, was da noch auf uns lauert. An sich kann ich einfach nur wieder den Kopf schütteln, was die uns hier wieder präsentieren im Shop. Allein die neuen Sachen jetzt für die Woche, was sie hier sagen, das sollen wir uns holen. Das ist hier der geilste Scheiß, wenn sie uns hier anbieten. Das ist alles hier wieder für die Tonne, eher gesagt. Also ich würde ja euch gerne was empfehlen, aber hier... Das Einzige, was ich hier so ein bisschen interessant finde, für 2 Euro könnte man sich schon was überlegen, das zu holen, ist so ein bisschen so eine Welt, die mich ein bisschen an die Schlümpfe erinnert. So Häuser, so Pilzhäuser so ein bisschen, natürlich hier ein bisschen moderner alles gehalten. Das erinnert mich einfach zu sehr an die Schlümpfe. Ich weiß auch nicht warum. Naja, ansonsten, wir haben wieder jede Menge Skins gekriegt, 42 Pakete mal wieder. Ich weiß nicht, ich habe sonst jetzt in den letzten paar Videos immer gesagt, ey, das sind ein paar tolle Pakete wieder dabei, aber diesmal wieder an Skins, wieder alles für die Tonne. Also einfach die ganze Reihe hier für die Tonne, das sind solche einfach gemachten Skins, also in unserem eigenen Editor kriegen wir sogar mit den kostenlosen Bauteilen, die da zur Verfügung stehen, bessere Skins als die, die uns hier angeboten werden zum Kaufen, also... Ich dachte, da hauen sie mal wieder ein bisschen was rein hier in den Shop, wo ich sagen kann, ey, Mensch, die Skins, die sehen aber aus, dass man sagen kann, okay... Jetzt zur Weihnachtszeit habe ich Bock auf so einen Skin, aber nichts dabei. Das ist dann auch der Shop der Woche gewesen. Update mit bei. Das ist doch mal ein Shop der Woche. Wir können gespannt sein, was Minecraft uns noch so in der nächsten Zeit reinhaut. Denn wie wir jetzt in Vergangenheit sehen konnten, oder eigentlich meistens so ist, teilen sie das Update immer in kleine Stücke. Ne, wir kennen es ja. Und von daher kriegen wir jetzt immer wieder so ein paar einzelne Blöcke oder Mobs immer wieder im Spiel hinzugefügt. Mal sehen, was das nächste ist. Wir dürfen gespannt sein, aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß jetzt mit den Bienen und sage dir nur eins, und zwar ganz einfach, tschüss.